Yoga Nrisimhasana ist die Mensch-Löwen-Yoga-Stellung. Diese wird erwähnt in einem der klassischen Yoga-Texte, nicht genauer beschrieben. Garote in seinem Encyclopedia of Traditional Asanas beschreibt die Stellung wie folgt. Kreuze deine Beine, sodass gerade die Fußgelenke übereinander sind. Gib dabei die Knie relativ weit oben, du kannst aber auch die Knie in die Achselhöhlen bringen oder in die Nähe. Dann bringe die Oberarme vor den Schienbeinen oder eben die Oberarme über die Knie und strecke die Hände aus. Du kannst auch die Arme leicht an der Innenseite der Knie vorbeigeben und dann die Oberarme an den Schienbeinen entlang nach außen geben. Das sind verschiedene Variationen. Eine also die Knie unter die Achselhöhlen und die andere ist die Knie weiter vorne. Dann streckst du die Finger aus und jetzt öffnest du den Mund und streckst die Zunge raus. Du öffnest die Augen, schaust nach hinten, runzelst die Stirn und atmest gleichmäßig ein und aus und fühlst dich stark wie ein Löwe. Mehr zu den verschiedenen Variationen findest du in dem Stichwort Simhasana in der Yoga-Vidya-App sowie auf yoga-vidya.de.